Die Winzerinnen und Winzer können im Juli keine Ferien machen, denn die Reben wachsen enorm. Sie profitieren von der Wärme und den gelegentlichen Niederschlägen. Im Sommer gibt es verschiedene Arbeiten, die gemacht werden müssen. Bei der Rebe ist als erstes die Laubarbeit. Die Rebschosse müssen erzogen werden, in die Drähte eingeschlauft werden und wenn sie lang genug sind, werden sie dann geköpft. Das zweite Augenmerk richtet sich auf die Trauben. Die Traubenzone. Als erstes muss die dann ausgelaubt werden, damit sie gut durchlüftet ist, dass die Traube weniger krankheitsanfällig ist. Und dann als zweites werden die Trauben reguliert. Das heißt, Mengen, die zu viel hängen oder die Trauben, die später reif werden, werden herausgeschnitten, dass wir möglichst eine gute Qualität erhalten im Herbst. Die Traubenbeeren wachsen. Zu Beginn sind sie unscheinbar grün und hart. Erst in der zweiten Augusthälfte werden sie gut sichtbar, wenn sie sich verfärben. Der Farbumschlag ist eine entscheidende Phase in der Entwicklung der Trauben. Da werden eben die Farbstoffe sichtbar, erstmals von grünen Trauben zu eben blauen Trauben. Und da findet dann auch erstmals die Einlagerung von Zucker in den Traubenbeeren statt. Einerseits und andererseits wird die Säure da abgebaut. Und die Trauben, die profitieren natürlich vom guten Wetter. Da wird mehr Zucker eingelagert als üblich. Und um eine Zahl zu nennen, pro Tag bei einem schönen Wetter, wie jetzt zum Beispiel, da legen sie 1 Grad Öchsli pro Tag ganz bestimmt zu. Der Sommer verlief also optimal für die Reben und Trauben, was auf einen guten Weinjahrgang hoffen lässt.